Wie gewohnt, höchste Konzentration. Und dann ein letztes Mal Vollgas geben, die Berliner Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen. Der Finaltag, gleichzeitig der Saisonabschluss für junge Talentierte, aber auch für alteingesessene Schwimmcracks. Das ist im Bereich der Jahrgangsmeisterschaften sicherlich für viele in den Vereinen der Saisonhöhepunkt. Die Berliner Meisterschaften, die Landesmeisterschaften. Und für die offene Klasse ist das dann nochmal eine Möglichkeit, Zeiten zu schwimmen, Kadernormen zu bestätigen. Stichwort Kadernormen. Vergangene Woche hat der Deutsche Schwimmverband ja die Nominierten für die Weltmeisterschaften in Kasan bekannt gegeben. Mit dabei unter anderem Paul Biedermann. Gemeinsam mit ihm holte Robin Backhaus, wir erinnern uns, Gold bei der EM in Berlin. Bei der WM wird der Berliner allerdings nicht mit dabei sein. Die Saison alles andere als optimal. Hat einfach nicht gepasst. Einen zweimonatigen Lehrgang bei der Bundeswehr. Dann noch ungefähr einen Monat krank gewesen. Dann kann man dann auch nicht so viel erwarten. Von daher, Saison jetzt abgehakt und dann geht's wieder los. Naja, noch nicht ganz. Erst einmal stand ja der Saisonabschluss für den Olympiateilnehmer von 2012 an. Bei den 400 Meter Freistil in der offenen Klasse, also ohne Altersbegrenzung, traf der renommierte Schwimmer auf die, die mal in seine Fußstapfen treten wollen. Unter anderem Maurice Ingenried. Und der startete nanu direkt neben dem mehrfachen Militärweltmeister. Also direktes Messen mit dem Profi und damit erstmal rein ins Wasser. Das Rennen ohne Überraschungen. Backhaus schwimmt den anderen erwartungsgemäß davon. Allerdings mal auf Band 3 hingeschaut. Maurice zwar etwas zurück, schlägt sich aber gar nicht so schlecht. Der Schüler vom Sport- und Schulleistungszentrum Berlin mit persönlicher Bestzeit und, na klar, dem Erlebnis schlechthin für einen jungen Schwimmer. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe gesehen, er war gar nicht so weit weg wie sonst. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Man kennt ihn sonst nur aus dem Fernsehen. Und neben so einem Star zu schwimmen, macht schon Spaß. Beide übrigens bei der SG Neukölln. Maurice ist Backhaus also schon ein Begriff. Er hat auf jeden Fall gute Anlagen, körperliche Voraussetzungen, wir sind da. Groß, schlank, lange Arme. Ist natürlich immer davon abhängig, was er selber draus macht. Muss hart arbeiten und den Fokus dabei behalten. Das mussten hier bei den Jahrgangsmeisterschaften aber alle. Denn es ging dann Schlag auf Schlag. Beispielgefällig Doris Eichhorn siegte bei den 50 Metern Schmetterling. Und während die Medaillen dafür noch verteilt wurden, hieß es eigentlich schon wieder vorbereiten auf die 100 Meter Brust. Und auch da gewann die Schwimmerin von Aqua Berlin. Diese Medaillen aber nicht ihre einzigen bei den Berliner Jahrgangsmeisterschaften. Ja, also ich bin viermal gestartet, ich habe viermal gewonnen. Manches ein bisschen knapp und wahrscheinlich auch ein bisschen mit Glück, aber ansonsten sind auch Bestzeiten rausgekommen. War gut, ja. Also, ordentlich was los. Der Papa und der Bruder von Maurice Ingenried, extra angereist aus der Nähe von Gladbach, sahen übrigens noch Silber von ihrem Schützling über 200 Meter Schmetterling. Für den Anhang ging es dann zurück in die Heimat. Für Maurice ins Internat und für Robin Backhaus in die Kaserne. Dort wird dann erstmal an der Karriere weitergebastelt und nach dem Sommerpäuschen liegt dann der Fokus auf dem großen Ziel, Rio 2016.